Und mir ist es eine ganz besondere Freude, die Kollegin Petra Bendel, Frau Professorin Dr. Petra Bendel von der Universität Erlangen-Nürnberg, herzlich zu begrüßen. Petra Bendel ist eine der führenden deutschen Migrations- und Integrationsforscherinnen. Sie ist Vorsitzende des Sachverständigenrates Deutscher Stiftung für Integration und Migration. Insofern auch meine Vorsitzende, da ich diesem Gremium auch angehöre. Sie ist darüber hinaus aber auch Vorsitzende des Wissenschaftlichen Beirats des Bundesamts für Migration und Flüchtlinge, des BAMF. Diesem Gremium gehöre ich nicht an. Und dann ist sie aber auch, genauso wie ich auch, Mitglied der Fachkommission der Bundesregierung, die sich mit den Rahmenbedingungen der Integrationsfähigkeit befasst. Sie ist in vielen Medien präsent. Sie hat zahlreich publiziert über die grundlegenden Fragen von Migration und Integration. Sie ist ausgebildete Politikwissenschaftlerin, hat an der Universität Heidelberg studiert, hat dort als wissenschaftliche Mitarbeiterin auch gearbeitet, ist promoviert worden mit einer Arbeit über das Parteiensystem in Mittelamerika, nein, in Lateinamerika. Sie hat aber auch über Mittelamerika gearbeitet. Und seit vielen Jahren eben vor allem auf dem Gebiet der Flucht-, Migrations- und Integrationsforschung unterwegs und sehr erfolgreich. Eine gefragte Gesprächspartnerin. Ich freue mich, liebe Petra, dass wir uns heute wiedersehen. Wir sehen uns im Augenblick sehr oft, leider nicht in physischer Gegenwart, sondern immer nur in dieser Form. Und freue mich, dass du für MIDEM einen Vortrag hältst, dessen Titel sich ein wenig geändert hat. Aber das erklärst und beschreibst du bitte selbst. Sei herzlich willkommen und du hast das Wort. Vielen Dank, lieber Hans Vorländer. Ich freue mich sehr, dass ich in dieser illustren Runde leider nicht in Präsenz teilnehmen darf und einige Beiträge zur Diskussion hier in die Runde geben kann. Ich habe gesehen, es sind schon etliche illustre Kolleginnen und Kollegen im Chat. Leider kann ich sie nicht alle sehen. Aber ich hoffe auf eine interessante Diskussion mit Ihnen und natürlich auch auf eine kritische Diskussion. Ja, in der Tat, Hans, ich habe meinen Titel geändert. Und zwar aus zwei Gründen. Ich habe zwei Forschungsprojekte, die sich beide mit Kommunen beschäftigen und ihrer Rolle für die Migrations- und für die Integrationspolitik. Und der eigentliche Plan war es, Ihnen hier zu präsentieren, Ergebnisse oder Zwischenergebnisse aus dem Projekt, das auf Englisch heißt When Mayors Make Migration Policy, also wenn Bürgermeister Migrationspolitik betreiben. Und dieses Projekt ist ein Projekt über die Europäische Union, über Städtenetzwerke, die sich in der Europäischen Union dafür einsetzen, dass Städte und auch kleinere Gemeinden auch aktiv nicht nur Integrationspolitik betreiben, sondern Migrationspolitik, das heißt auch Steuern. In Deutschland kennen wir das vor allem von den Seebrücke-Städten, den sicheren Hafenstädten, aber es gibt auch andere europäische Städte, allen voran Barcelona, Athen, Bologna, die sich dafür einsetzen, eben mehr Migrationssteuerung zu betreiben. Und im ersten Teil dieses Projekts haben wir uns mit den Städtenetzwerken beschäftigt. Dieser Teil ist abgeschlossen. Und der zweite Teil des Projekts sollte also in diesem Jahr unter dem Vorzeichen stehen, dass wir in diese Partnerstädte reisen und dort eben die Bürgermeisterinnen und Bürgermeister interviewen, beziehungsweise die mit der Migrations- und Integrationspolitik beauftragten Akteure. Und Sie ahnen es, wir sind nicht gereist und Corona macht es auch nur begrenzt möglich, im Moment Interviews mit den entsprechenden Akteuren vor Ort durchzuführen, selbst wenn sie über Zoom sind, weil diese einfach andere Probleme im Moment haben, sodass wir diesen Teil des Projekts ein bisschen rausgeschoben haben. Das wird noch kommen. Ich mache Sie also ein bisschen neugierig darauf, wenn wir das weiter behandeln, wie das in anderen europäischen Städten aussieht, in Deutschland, aber auch in anderen europäischen Städten. Und deswegen habe ich mich entschlossen, Ihnen Ergebnisse aus einem anderen Projekt vorzustellen, dass die tatsächlich ganz druckfrisch sind. Die haben wir in der letzten Woche vorgestellt. Es handelt sich um eine Deutschlandstudie, die heißt Zwei Welten,
Integrationspolitik in Stadt und Land. Und diese Studie, da steht jetzt nur mein Name drauf, weil nur ich jetzt hier vortrage. Aber oben sehen Sie, dass diese Studie eine Kooperation war, gefördert von der Robert-Bosch-Stiftung und in Kooperation mit der Universität Hildesheim erstellt, mit meinem Kollegen Professor Hannes Schammann und den Mitarbeitern Sandra Müller, Franziska Ziegler und Tobias Wittchen. Ich zeige Ihnen gleich auch nochmal am Ende nochmal den Link dazu. Und diese Studie Integrationspolitik in Stadt und Land haben wir also über die letzten 2 Jahre hinweg durchgeführt. Und daraus werde ich Ihnen heute berichten. Was wollten wir eigentlich mit dieser Studie? Diese Studie Zwei Welten ist tatsächlich eine der größten, im Moment umfassendsten qualitativen Studien in 92 deutschen Kommunen aus 12 Bundesländern. Und sie hat einiges, was Sie vielleicht kennen, die Kolleginnen und Kollegen, die dazu arbeiten, einige Befunde der bisherigen Forschung zu Kommunen und Integrationspolitik bestätigt, aber auch einige neue Erkenntnisse beigetragen. Sie basiert auf einem umfangreichen Datenmaterial, das anhand von Strukturdaten erhoben worden ist unter Interviewpartnern aus kreisfreien Städten, aus kreisgebundenen Kommunen, kreisangehörigen Kommunen und Landkreisen. Und damit konnten wir also eine relativ große Zahl von 12 Bundesländern zugrunde legen, ohne aber die Spezifika der Einzelfälle gänzlich zu übersehen. Also es ist keine quantitative Studie, auch wenn wir manchmal Prozentangaben sagen, so und so viele Städte und Kommunen haben das und das herausgefunden. Was wollten wir wissen? Wir wollten wissen, wie hat sich eigentlich Integrationspolitik kommunal verändert seit 2015/16, also jetzt 5 years after, und wie nachhaltig sind diese Strukturen? Wie haben wir jetzt diese Kommunen ausgewählt? Ich habe schon gesagt, wir haben versucht, die Vielfalt von Kommunen abzubilden und dennoch Vergleichbarkeit zu gewährleisten. Und so haben wir von 16 Bundesländern zunächst mal die Stadtstaaten ausgesiebt und gesagt, dort können wir eben diese Vielfalt von Kommunen einfach nicht abbilden. Und ich hoffe, dass niemand aus dem Saarland sich jetzt beleidigt fühlt. Das kleine Saarland, weil auch dort wir nicht diese Vielfalt von Kommunen abbilden konnten. Und so hatten wir also noch 12 Bundesländer. Sie sehen jetzt die einzelnen Kommunen, die wir hier abgetragen haben. Und die haben wir dann ausgesucht nach der Dimension strukturstarke und strukturschwache. Denn Sie werden wahrscheinlich zunächst sagen, natürlich macht es einen Unterschied, ob ich finanzstarke Kommunen habe, wie das reiche München wird immer als Beispiel genannt. Ne? Die können sich es natürlich leisten, eine extensive Integrationspolitik zu betreiben. Andere Kommunen haben diese Mittel nicht. Wir haben geguckt, ist das überhaupt der Fall? Stimmt das tatsächlich? Oder gibt es auch andere Variablen, die darauf einwirken, wie sich Kommunen eigentlich verhalten? Bei strukturstark und strukturschwach muss man erklären, dass die Kriterien Ländlichkeit zugrunde lagen. Also wie urban oder ländlich sind sie? Wie ist ihre sozioökonomische Lage, also ihre Finanzausstattung und der Wanderungssaldo? Also sind sie eher von Abwanderung betroffen oder eher von Zuwanderung und wie stark ist diese auch? Also eher strukturschwach sind dann eben solche Gemeinden, die eine besonders hohe Ländlichkeit aufweisen, eine schlechte sozioökonomische Situation und einen negativen Wanderungssaldo. Und schließlich haben wir dann noch weitere Faktoren berücksichtigt, nämlich die Einwohnerzahl, die parteipolitische Zusammensetzung, denn es hätte ja sein können, in Bayern kann einem das so passieren, dass man dann nur Kommunen hat, die irgendwie SPD regiert sind oder nur CSU regiert sind. Also auch das, weil wir wollten auch die Farben mit abbilden der politischen Repräsentanten und dann schließlich auch den Ausländeranteil und den Anteil an Schutzsuchenden. Wenn Sie jetzt hier nicht ganz genau Ihre Kommune finden, dann sage ich jetzt mal, wer in Sachsen zum Beispiel dabei war. Also wir hatten insgesamt war angestrebt, dass wir 96 Kommunen haben. Es gab aber einige, die nicht mitgemacht haben. Und deswegen haben wir am Ende sind wir gelandet bei, wir sehen es ja auf der Folie, 23 kreisfreien Städten, 24 Landkreisen und 45 diesen zugeordneten kreisangehörigen Gemeinden, immer die nächste Verwaltungsebene. Ja, das manchmal heißen die Samtgemeinden, dann heißen die immer unterschiedlich, je nach Bundesland.
Genau, und zwischen diesen haben wir dann vor Ort zwischen Juli 2018 und Mai 2019 leitfadengestützte Interviews, vor allem unter Mitarbeitenden der Verwaltungen durchgeführt, aber auch unter Personen der Zivilgesellschaft, also Repräsentantinnen und Repräsentanten von Wohlfahrtsverbänden, von Ehrenamt etc. Und geguckt, wie haben Sie hier die Flüchtlingsintegration, nicht nur Flüchtlings-, sondern Migrantenintegration insgesamt, überhaupt ausgestaltet? Ich nenne mal die sächsischen Kommunen. Darunter ist Dresden, darunter ist Nordsachsen, Sächsische Schweiz, Osterzgebirge, Sebnitz, Klingenberg, Bad Düben und Lausick. Das sind also die sächsischen, und entsprechend haben wir das für die anderen 11 Bundesländer auch abgebildet. Und diese Interviews haben wir dann kodiert. Ich nehme an, dass auch viele Studierende dabei sind. Die wird das freuen, wenn man so ein bisschen was zur Methode sagt. Also wir haben die kodiert mittels Max-QDA und unter Zuhilfenahme dann von Organigrammen und auch der Integrationskonzepte entsprechend ergänzt. Das war schon das Schwierigste, die Fallauswahl. Sie können sich denken, dass wir uns manches Mal verflucht haben, weil wir das also 100 Mal hin und her verschoben haben. Und das ist die Auswahl jetzt. Okay. Es zeigte sich zunächst, dass eigentlich in allen Kommunen, das muss ich jetzt vor die Folie eigentlich noch vorziehen, großen wie kleinen, kreisfreien wie kreisgebundenen Städten und und Landkreisen, die starke Fluchtzuwanderung 2015/16 wie ein Katalysator gewirkt hat für eine neue, zum Teil für eine breitere und strategischere Integrationspolitik vor Ort. Also überall eigentlich, bis auf in den allerkleinsten Gemeinden, haben alle Anpassungen vorgenommen, die allerkleinsten dann nicht mehr, weil sie davon ausgegangen sind, dass viele dann doch weiter wandern, also von einer erheblichen Sekundärwanderung dann in die Städte. Institutionell haben alle Kommunen ihre Integrationsarbeit verstärkt oder sind noch dabei, diese noch weiter auszubauen. Und dabei wurden vielerorts auch, so erzählten uns die Bürgermeister, die Mitarbeiterinnen der Verwaltungen, auch verkrustete Strukturen in den Verwaltungen aufgebrochen. Also Ressorts, die vorher gar nicht miteinander gesprochen haben, ich nenne nur die Ausländerbehörden gegenüber den Sozialämtern, saßen plötzlich an einem Tisch, haben sich ausgetauscht. Und ebenso zwischen Verwaltung und Zivilgesellschaft sind neue Kooperationsstrukturen entstanden. Das werden Sie wahrscheinlich aus Ihrer eigenen Erfahrung, runde Tische und so weiter, bestätigen können. Die Kommunen sind sehr pragmatisch vorgegangen. Die haben zwar gesehen, es gibt auch gesellschaftliche Spaltungen, aber überall folgten die Kommunen doch einem sehr hohen Pragmatismus und setzten sich sehr sachorientiert mit dem Thema von Teilhabe auseinander, vor allem der vielen Geflüchteten. Und es zeigt sich also, dass vor Ort ein erheblicher auch Innovationsschub migrationspolitisch vollzogen werden konnte, der auch die Strukturen in den Kommunen verändert hat. Dies galt nicht im selben Maße für alle Kommunen. Manche haben auch gesagt, wir sahen uns gar nicht auf diese hohe Fluchtzuwanderung vorbereitet. Aber doch auch alle Landkreise veränderten ihre Verwaltungsstrukturen, stellten ihre Organisation auf den Prüfstand. Und immer noch in der Hälfte der kreisangehörigen Kommunen, also auf der Ebene unterhalb der Landkreise, die Hälfte sagte, wir haben organisatorische Anpassungen des kommunalen Integrationsmanagements angenommen. Gleichwohl, und das ist mir wichtig zu betonen, fürchten viele Kommunen um die Nachhaltigkeit ihrer Projekte. Ne? Sie sagen, dass sie vor allem auf Ad-hoc-Strukturen basieren, dass sie immer noch auf der Basis von Projektitis, das ist ein oft genanntes Wort in den Interviews, basieren, und dass sie sich eigentlich mehr Unterstützung der jeweils höheren Ebenen erhoffen und fürchten, angesichts des Rückbaus von Stellen und auch von Organisationseinheiten, eben um die dauerhafte Etablierung dieses Politikfeldes. Und ganz oft wurde eben betont, Migration ist kein Sprint, sondern ein Marathon, und wir brauchen hier auf Dauer
mehr Unterstützung, verlässlichere Unterstützung, gerade auch, da haben wir jetzt mal nochmal nachtelefoniert, was angesichts eigentlich Covid-19-Pandemie wichtig ist, auch eine dauerhafte, kohärente Integrationsarbeit selbst unter Corona-Bedingungen. Da darf dieses wichtige Thema nicht in den Hintergrund geraten. Bislang, jetzt komme ich zu meiner Folie, bislang lassen sich die Reaktionen der Kommunen eigentlich entlang, wenn man so will, eines Kontinuums abtragen. Wir haben hier geguckt nach Kriterien wie dem Formalisierungsgrad, wer ist eigentlich zuständig für Integrationsmanagement, nach dem Zentralisierungsgrad, liegt das bei einer Person oder bei einer Organisationseinheit oder ist das ein sehr zerfleddertes Feld? Wie stark ist es von Personen abhängig gegenüber organisatorischer Verankerung und dem Grad der Professionalisierung der mit der Integrationspolitik betrauten Akteure? Das Kontinuum reicht dann, das sehen Sie jetzt hier abgetragen, also das mit dem Schlips ist der eher formelle der Typus des kommunalen Integrationsmanagements, das mit dem lockeren Kragen eher der informelle. Wir haben 7 Idealtypen identifiziert, die nicht in Reinform, deswegen Idealtypen, nicht weil sie ideal sind, sondern weil sie eben nicht in Reinform so vorkommen, gibt durchaus Überschneidungen. Aber wenn man sie so abtragen will, haben wir eigentlich 7 verschiedene Typen von eher sehr informell. Also wir haben das hier genannt, Agenten ohne Steuerungsanspruch oder auch Bürgermeister als Integrationsmanager. Oder bis hin zur Abtretung von Verantwortung an die Freiwilligen als Integrationsmanager reicht, bis hin zu sehr formalisierten Formen des Integrationsmanagements, die haben wir hier genannt One-Stop-Shop. Das könnten Migrationsämter sein zum Beispiel, die einige Kommunen wirklich richtige Migrationsämter etabliert haben. Und wenn Sie mich jetzt fragen, was ist besser, dann habe ich da keine klare Antwort drauf. Sondern wir sehen, die formalisierten Lösungen könnten, wenn das Kriterium das der Nachhaltigkeit ist, natürlich nachhaltiger sein. Ne? Manche Kommunen haben auch bereits ein Budget fest dafür eingeplant, formelle Migrationsämter etabliert. Aber wenn in Zeiten wie jetzt im Moment die Zuwanderungsraten sinken, die Kassen knapper werden oder andere Prioritäten wie etwa jetzt Corona in den Vordergrund treten, dann können auch solche Lösungen natürlich politisch unter Druck geraten und in Frage gestellt werden, ob sie nicht zu starr sind. Flexible Strukturen demgegenüber, die eher auf unterschiedliche Bedarfslagen garantieren können, scheinen uns von Vorteil zu sein. Dann sind nämlich auch solche Formen von Integrationsmanagement flexibel genug, die über einen vielleicht institutionellen, stabilen Kern verfügen, aber eben auch auf Wandlungsfähigkeit von Verwaltung setzen. Ja, ein Mittel dieser flexiblen Strukturen, die wir auch empirisch schon gefunden haben vor Ort, ist die inklusivere Auffassung von Integration. Hans, wir würden im SVR wahrscheinlich sagen Mainstreaming, also Integration nicht nur bezogen auf Migrantinnen und Migranten, sondern eben bezogen auf die gesamte Gesellschaft. Und dann hat man die Möglichkeit zu sagen, ja, hier ist der Wohnungsbau, natürlich Wohnungsbau für alle. Hier sind die Jobcenter für alle. Und da eben eine solche Flexibilität zu haben, die sich nicht nur auf eine Zielgruppe konzentriert, scheint hier ein ganz guter Weg zu sein oder ein gutes Mittel dazu zu sein. Längst nicht alle Kommunen haben dieser Aufgabe ein dauerhaftes Budget garantieren können. Und selbst dort, wo die Aufgabe finanziell aus eigener Kraft geschultert werden kann, gerät das Thema eben auch unter Corona-Bedingungen unter starken politischen Verteilungsdruck. Etliche unserer Interviewpartnerinnen und Partner plädierten dafür, eigentlich ähnlich wie auch der vielleicht bekannte kommunale Qualitätszirkel Integration, die Integrationspolitik als kommunale Pflichtaufgabe zu etablieren. Das mag provozierend klingen, ähnlich, aber viele sagten, ähnlich wie die Jugendhilfe, für die wir einfach zuständig sind als Pflichtaufgabe, kann man Integrationsarbeit auf diese Weise auf Dauer stellen und damit eben auch für eine dauerhafte Finanzierung sorgen. Das scheint also ein Mittel der Wahl, nicht für alle, aber
für viele interviewte Kommunen zu sein. Und wir empfehlen für den Bundesländern und auch dem Bund darüber nachzudenken, ob diese Überlegung Sinn macht. Wenn wir schon beim Bund und bei den Ländern sind, dann kann ich noch berichten, das ist der zweite große Punkt, dass die Kommunen häufig über mangelnde Transparenz klagen, unklare Kompetenzverteilung zwischen den politischen Ebenen. Verwaltungen sind oft nicht sicher, wie weit eigentlich ihre Verantwortungsbereiche reichen. Und das führt zu ganz unterschiedlichen Konsequenzen, zu ganz unterschiedlichen Reaktionen. Manche, im Extremfall, führt das zu einer Lähmung der Verwaltungsmitarbeiter. Wir haben da sehr schöne Zitate auch in der Studie drin, die sagen, wir wissen jetzt gar nicht, was wir machen sollen, dann machen wir lieber gar nichts, als dass wir was falsch machen. Ein gutes Beispiel sind die unterschiedlichen integrationspolitischen Kompetenzen bei den Deutschkursen. Das wurde also als Beispiel sehr häufig genannt. Bei den Deutschkursen, wie Sie wissen, ist der Bund zuständig über das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge für die Integrationskurse, für die Steuerung der Integrationskurse. Aber an den Schulen liegen die Deutschkurse ganz überwiegend bei den Ländern. Und manchmal auch, ne, wenn es sich um städtische Schulen handelt, eben auch bei der Kommune, bei der Stadt. Und viele Kommunen haben aber auch ergänzend eigene Kurse angeboten, insbesondere dort, wo sie gesagt haben, hier ist eine Lücke entstanden. Oder Kommunen haben gesagt, wenn nur Menschen mit guter Bleibeperspektive einen Integrationskurs bekommen, wir aber mit den Menschen vor Ort umgehen müssen und die kein Deutsch können, dann ist uns nicht geholfen, denn viele bleiben ja dennoch auf Dauer da, also bieten wir zusätzliche Kurse an. Ja, und hier wäre unsere Empfehlung dann doch zu überprüfen, wie kann man zu mehr kommunaler Kohärenz kommen, wie kann man die Zuständigkeiten klären, und ein hartes Mittel wäre natürlich, klarere gesetzliche Vorgaben zu machen und zur Kompetenzverteilung beizutragen. Bezogen auf die Kooperation haben wir auf verschiedenen Ebenen geguckt. Wir haben geguckt, wie funktioniert die Zusammenarbeit, das war auch in unserem Fragebogen mit abgefragt, wie funktioniert die Zusammenarbeit zwischen Landkreis und der kreisangehörigen Kommune. Wie funktioniert eigentlich die interkommunale Kooperation? Mit wem kooperieren denn Kommunen oder auch nicht, vielleicht haben sie gar keine Zeit dazu. Und dann schließlich die schon angesprochene Kooperation zwischen Bund, Ländern und Kommunen, aber jetzt hier in dieser Frage aus der kommunalen Perspektive abgefragt. Bezogen auf die Kooperation zwischen Landkreisen und kreisangehöriger Kommune funktionieren, so das Ergebnis, unter unseren Interviewpartnern, muss man mal dazu sagen, zwischen Landkreisen und Kommunen ganz gut in der Integrationspolitik. Aber Kommunen sagen, das ist meistens ad hoc. Wir wenden uns an unseren Landkreis, wenn es um Verteilung geht, oder umgekehrt. Der Landkreis ruft uns an und sagt, bitte nehmt auf. Und dann wünschen sich die Kommunen hier eine dauerhaftere Kooperation, eine beständigere Kooperation und vor allem ein besseres Wissensmanagement, um das erworbene Know-how zu sichern, selbst wenn Strukturen rückgebaut werden könnten. Weil sie sagen, jetzt haben wir uns so ganz viel Know-how angeeignet. Aber was ist, wenn unser Bildungskoordinator, wenn unser Integrationsbeauftragter nicht auf Dauer bleiben kann? Ja? Wie können wir sicherstellen, dass dieses Know-how nicht verloren geht? Entschuldigung, jetzt ist mir hier irgendwie, das ist jetzt, glaube ich, durch die Anpassung der, das ist so ein bisschen aus den Fugen geraten, das sollte eigentlich hier unten, dies sollte eigentlich auch noch eine Sprechblase sein, aber es soll uns nicht weiter stören. Bezogen auf die interkommunale Kooperation erscheint auch den Kommunen, dass das Wissen und die Zusammenarbeit zwischen den Kommunen erweitert und vertieft werden können. Also sie waren sehr scharf darauf, mehr zu kooperieren. Das gilt vor allem über den Austausch außerhalb des Landkreises. Kommunale Austauschplattformen
wären hier das Mittel der Wahl. Die könnten auf Dauer auch digital sein. Aber viele haben auch gesagt, man muss sich mehr kennenlernen, man muss sich viel mehr austauschen, viel mehr gute Praxisbeispiele kennenlernen, sich gegenseitig ermutigen, weiterzumachen. Und dies könnte auch unter Unterstützung der kommunalen Spitzenverbände und schließlich auch der Länder erfolgen, um gute Praxisbeispiele auszutauschen und mit und auch zu fördern. Ich muss sagen, dass ich ein Ergebnis erstaunlich fand, weil bis dahin würde ich sagen, dass bestätigt viele anekdotische Evidenz, die wir so haben, auch Ergebnisse aus anderen Studien. Neu fand ich oder erstaunlich fand ich, dass 4/5 der untersuchten, mehr als 4/5, 85,9% der untersuchten Kommunen angaben, sie würden gerne die Integrationspolitik des Landes, des Bundeslandes beeinflussen. Und immerhin 55,3% wünschen sich sogar mehr Einfluss der Kommunen auf den Bund in der Migrations- und Integrationspolitik. Und dass die Kommunen, unter ihnen vor allem die kreisfreien Städte, das ist jetzt, und die Landkreise, ein so hohes integrationspolitisches Selbstbewusstsein erlangt haben, schlägt sich hier nieder. Ne, indem sie sagen, wir haben eigentlich eine sehr gute Integrationspolitik gemacht und man müsste mehr auf uns hören. Und ebenso der Wunsch nach einer Auflösung der eben erwähnten Verantwortungsdiffusion, der Unklarheit, wer ist jetzt wo zuständig, zwischen den politischen Ebenen schlägt sich hier der Wunsch nieder, die jeweils andere Ebene oder anderen Ebenen mit zu beeinflussen. Also Kommunen streben an, ihre reiche Erfahrung mit Zuwanderung politisch weiterzugeben und nach oben zu skalieren. Einige sagen auch, sie wollen nicht länger Integrationspolitik allein betreiben, sondern sie wollen auch darüber mitbestimmen, wie Schutzsuchende aufgenommen werden. Die Dachverbände, zu den Dachverbänden, den kommunalen Spitzenverbänden, ist das Ergebnis so ein bisschen Licht und Schatten. Einerseits sagen die Kommunen, ja, wir wenden uns schon mal an die, aber nur ein Viertel der Kommunen insgesamt sagen, die Dachverbände seien wirklich wichtig, besonders wichtig. Sie meinen, andere Mitwirkungsmöglichkeiten und Austauschformate sind an die Stelle getreten. Und hier könnten auch die Dachverbände überlegen, ob sie hier bessere institutionalisierte Mitwirkungsmöglichkeiten anbieten. Ja, wer sind eigentlich die Adressatinnen und Adressaten und was sind die Schwerpunkte? Das ist der dritte Punkt, den ich hier machen möchte. Das Deutsch, die Adressaten, auch wenn viele Vertreterinnen und Vertreter in den untersuchten Kommunen noch sagen, ja, Integrationspolitik nimmt eigentlich immer noch die Zugewanderten vor allem in den Blick und die haben auch die Bringschuld, sich hier anzupassen und sich hier zu integrieren, gibt es doch 33,7% der Kommunen, die sagen, wir vertreten eigentlich einen breiteren Ansatz, einen Ansatz, der die gesamte Gesellschaft als Adressatin von Integrationsmaßnahmen sieht. Ich hatte es eben schon angedeutet. Und dieser Ansatz spiegelt sich auch in den vielen Integrationskonzepten, mittels derer inzwischen ein Drittel der befragten Kommunen ihre Leitlinien der Integrationsarbeit festlegt. Wir haben sogar von einem zweiten Frühling der Integrationskonzepte gesprochen, denn wir hatten zunächst in den 2000er Jahren ja einen ganzen Schwung an Integrationskonzepten und nach 2015 und 2016 sieht man vor allem in den kreisfreien Städten und in den Landkreisen ein Revival, entweder eine Neuauflage dieser in den 2000ern erstellten Integrationskonzepte mit einer Anpassung auf die besondere Situation der Fluchtzuwanderung oder aber auch ganz neue Integrationskonzepte, die erst 2015/16 erstellt werden. Ich bin gestern noch von einem Landkreis hier in der Nähe gefragt worden, wir würden das auch gerne machen, können Sie uns da beraten? Also interessant. Also es ist eine Entwicklung, die noch andauert. Und diese Konzepte, so unsere Interviews, sind besonders dann erfahrungsgemäß erfolgreich, wenn sie einerseits lange Bestand haben und auf Dauerhaftigkeit angelegt sind, aber auch hinreichend konkret sind, um klare Ziele und Zuständigkeiten zu identifizieren. Also wer soll was machen? Wer ist zuständig?
jenseits von einfach nur symbolischer Politik, wir wollen Zuwanderung fördern oder wir wollen Integration fördern, sondern auch ganz klar sagen, wer ist zuständig und möglicherweise, wie messe ich das auch? Wobei das Monitoring, also das konkrete Messen, in den letzten Jahren gar nicht so sehr im Vordergrund gestanden hat. Ebenso zeigt die Erfahrung, dass die Integrationskonzepte, die bottom-up entwickelt werden, also von den Verwaltungen selbst, auch von Arbeitsgruppen in der Bürgerschaft, wo die Polizei dabei ist, wo die Universität dabei ist, wo die Schulen dabei sind, etc., dass die erfolgversprechender sind als solche, die top-down entwickelt werden, also nur von oben oder gar extern. Manche haben uns auch erzählt, ja, wir haben das so als Masterarbeit vergeben und dann hat das ein Student aus der Politikwissenschaft entwickelt und dieses kommt dann irgendwo nicht an. Ne? Das ist einfach extern und kommt nicht nach unten an. Ja, wir haben gesagt, die Studie hieß Zwei Welten und wir sind zunächst mal ganz naiv davon ausgegangen, dass es einen Unterschied macht, ob ich auf dem Land, ob ich eine städtische oder eine ländliche Kommune habe und eigentlich sind wir zu dem Ergebnis gekommen, ja, das ist ein Klischee. Ja, dieses Klischee, nachdem ländliche Gemeinden weniger als Städte auf migrationsbedingte Diversität vorbereitet seien, damit lässt sich eigentlich hier aufräumen. Zum Teil wurde uns gesagt, die vorangegangene Erfahrung mit Migration und Vielfalt ist interessant, ist relevant. Insofern, also in beide Richtungen eigentlich. Manche, sowohl städtische als auch ländliche Kommunen, haben uns gesagt, die Erfahrung zum Beispiel mit der Zuwanderung der Spätaussiedlerinnen und Spätaussiedler hat uns insofern richtig geholfen, als wir da Fehler gemacht haben, die wir nicht wiederholen wollen. Zum Beispiel was Segregation angeht bei der Zuteilung von Wohnungen etc. Andere haben uns aber auch gesagt, nee, wir waren da einfach total überrollt, wir hatten keine Erfahrung. Insofern hat es so da auch eine Rolle gespielt. Aber von der Gewichtung her spielte die vorausgegangene Erfahrung mit Migrations- und Vielfalt weniger eine Rolle als der Aufbau konkreter Strukturen vor Ort. Das wurde also als zentrales Element, wir konnten vor Ort was aufbauen, sehr häufig hervorgehoben. Genauso wenig taugt eigentlich der Verweis auf das Gegensatzpaar Stadt versus Land dazu, Varianz kommunaler Integrationspolitik zu erklären. Es unterscheidet sich, wie auf der Folie zu sehen, natürlich die Mobilität, also der Zugang zum öffentlichen Nahverkehr ist klar, die Intensität persönlicher Kontakte, ne, die persönliche Nähe, also man kennt den Sepp, der ganz schnell jemand in Lohn und Brot gebracht hat und so weiter. Das wird als ein Vorteil natürlich der ländlichen Gemeinden gesehen. Auch die Präsenz migrantischer Communities eher in den Städten. Aber lokale Integrationspolitik und lokale Narrative darüber scheinen viel entscheidender zu sein als der Grad der Urbanität oder Ländlichkeit. Wir haben gefunden, dass sehr wichtig ist die Rolle von Schlüsselpersonen, also einzelne Persönlichkeiten. Und da müssen wir sagen, ist die Politikwissenschaft manchmal gar nicht so gut aufgestellt, diese Rolle von Persönlichkeiten so ausfindig zu machen. Der Hans grinst, da kommt jetzt gleich die Breitseite, da warte ich dann drauf. Also die Rolle von Schlüsselpersonen vor Ort und aber auch das aktive Framing, die Narrative von Integrationsdiskursen vor Ort. Ich nenne jetzt mal ein Beispiel aus einer Kommune, die gar nicht da drin war, aber in der ich jetzt lebe, das ist Erlangen. Erlangen ist eine Hugenottenstadt, ja, die ohne Flüchtlinge, ohne Glaubensflüchtlinge gäbe es diese Stadt nicht. Und entsprechend ist das Branding, ist das Narrativ dieser Stadt offen aus Tradition. Jetzt können Sie sagen, ja, das kann man sich da ja so aufkleben. Ne? Das könnte ein Etikett sein, das dann aber gar nicht gelebt wird. Doch, wenn das gelebt wird, dann kann man sich da immer wieder drauf berufen. Und ich glaube, diese Symbolpolitik sollte man nicht ganz unterschätzen. Die Wirkung lokaler Erzählungen ist ebenso wenig zu unterschätzen wie Engagement vor Ort. Und die gute Nachricht ist, dass sich eben auch strukturelle Defizite
schlechte Startchancen ausgleichen lassen, ein Stück weit durch engagierte Schlüsselfiguren und durch Narrative. Und damit lasse ich es erstmal bewenden mit meinem Vortrag und freue mich sehr auf Ihre Nachfragen. Und hier ist der Link zu unserer Studie.